schon stellen.
Stellen Sie sich vor, es ist dunkel. Kein Strom, kein Licht, kein Handy, kein Fernsehen, kein Radio, nichts. Quasi der totale Stromausfall, ein großflächiger totaler Stromausfall, ein Blackout. Ein Szenario, wovon wir immer häufiger hören und das auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass es uns treffen wird. Die Frage ist nur, wann. Und dieses Thema bespreche ich heute mit meinen Experten, mit Manuel Gößler, Bezirksleiter des Steirischen Zivilschutzverbandes für den Bezirk Bruckmürzzuschlag. Schönen guten Abend. Guten Abend. Franz Kierl, stellvertretender Zivil- und Katastrophenschutzbeauftragter der Stadt Bruck an der Mur. Guten Abend. Und der Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur, Peter Koch. Schönen guten Abend. Guten Abend. Peter Koch, wenn es zu einem totalen Stromausfall, zu einem Blackout kommt, ist natürlich auch die Stadt Bruck an der Mur betroffen. Als Bürgermeister natürlich auch ein Thema, dessen man sich annehmen muss. Das ist absolut ein Thema, dessen man sich annehmen muss, weil ja wir davon abhängig sind, ob zum Beispiel die überregionalen Stromnetze funktionieren. Das heißt, es gibt gewisse Bereiche, da können wir selbst vorsorgen. Es gibt aber Bereiche, die sind derzeit international so komplex, dass wir selbst nicht mehr vorsorgen können und diese Rahmenbedingungen nicht mehr wirklich bestimmen und letztendlich auch das entsprechend regeln können. Das heißt, und wir haben das, glaube ich, Anfang dieses Jahres auch erlebt, dass es diesen kurzfristig verhinderbaren Blackout sozusagen auch erlebt haben. Und jetzt geht es darum zu sagen, welche Maßnahmen können wir von der Gemeinde her treffen, da sind wir dabei. Da darf ich dem Franz danken und auch dir, Manuel, dass wir da ein Projekt aufgesetzt haben, um das für uns gut auch entsprechend für die Zukunft regeln zu können. Und dann geht es auch darum, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zu sagen, was könnt ihr selbst tun, was müsst ihr tun, welche Szenarien gibt es. Und ich glaube, das sollte man einmal einer öffentlichen Diskussion zuzuführen und dafür bin ich dankbar, dass es heute stattfindet. Diese öffentliche Diskussion ist heute hier im Ratssaal der Stadt Bruck an der Mur und Sie können da natürlich auch mitdiskutieren via YouTube mit unseren Experten. Manuel Gößler, der Zivilschutzverband Steiermark, der macht immer wieder Vorträge zum Thema Blackout. Jetzt ist einmal natürlich die Frage, wenn man Blackout hört, ist man natürlich untrennbar mit dem Zivilschutzverband. Was ist denn überhaupt der Zivilschutzverband? Was macht der Zivilschutzverband? Ja, der Zivilschutzverband in der Steiermark oder in Österreich macht nicht nur Blackout-Vorträge, sondern wir haben uns der Prävention eigentlich untergeordnet. Wir machen Selbstschutz-Hochwasser-Vorträge, Cybercrime, also Internetkriminalität, natürlich auch normale Zivilschutzprävention, also Umgehen mit Feuerlöschern und so weiter. Und natürlich auch für die Kleinsten mit der Kindersicherheitsolympiade, Seniorensicherheitsolympiade, große Sicherheitstage, wo wir in Bruck ja auch schon einen gehabt haben. Und natürlich auch Sicherheitstage im kleineren Sinn für Schulen und so bieten wir natürlich auch an. Also es klingt komplizierter, als es ist, der Schutz der Zivilbevölkerung, breit gefächert, alles unter einem Dach. Wie der Name schon sagt, Zivilschutz eben, den Bürgern einfach die Eigenverantwortung auch wieder lehren, wie kann man sich vorbereiten, denn die Stadt Bruck ist nicht verantwortlich, zum Beispiel, dass man im Blackout-Fall zu Hause was zu essen hat, sondern da muss man schon selber schauen. Da muss jeder Einzelne schauen. Jetzt sind Sie zuständig für den Bezirk Bruckmürzzuschlag. Wir gehen noch eine Stufe runter, Franz Kierl. Sie sind der stellvertretende Zivil- und Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt Bruck an der Mur. Wie schaut es denn da mit dem Zivil- und Katastrophenschutzmanagement von Bruck aus derzeit? Also grundsätzlich haben wir vor rund 2 Jahren begonnen, Daniel Schmidt, also unser Beauftragter und ich als sein Stellvertreter, den Zivil- und Katastrophenschutz, das Management in der Stadt Bruck aufzubauen. Wir haben mal geschaut, was gibt es schon, es hat schon einige Sachen gegeben, aber es war halt noch nicht der Feinschliff da. Und wir haben jetzt in rund 2 Jahren einen Katastrophenschutzplan für die Stadt Bruck erstellt. Da drinnen sind enthalten, ganz am Anfang, wer ist für was zuständig, was für eine Szenarien gibt es, wie kann man die abhandeln, was für eine Ressourcen haben wir schon in der Stadt, was brauchen wir noch in Zukunft. Wir haben dann weiters einen behördlichen Einsatzstab eingerichtet. Der Bürgermeister ist ja die Katastrophenschutzbehörde erster Instanz. Er braucht seine Mitarbeiter dazu, die was ihn beraten. Da hat es schon Workshops gegeben mit den Mitarbeitern, die was wir dort in diesem Einsatzstab vorhanden sind. Wir haben auch schon ein Alarmierungssystem angeschaffen. Also es gibt jetzt für verschiedenste Szenarien vordefinierte Alarmierungen. Nehmen wir her, Hochwasser, drücken wir auf einen Knopf und die zuständigen Personen werden dann sofort verständigt. Wir haben auch schon eine Risikobeurteilung gemacht für das Stadtgebiet. Was kann kommen? Wie sind wir da aufgestellt? Was müssen wir da machen? Eins, was wir da jetzt festgestellt haben bei dieser Risikobewertung war, wir haben früher die Sandsäcke, wenn ein Hochwasser war, noch händisch geschaufelt, 20 Leute,
Die erste Anschaffung, was wir gemacht haben, war heuer eine Sandsackfüllmaschine, dass wir wirklich bis zu 4000 Sandsäcke in der Stunde abfüllen können. Es sind jetzt auch schon Sandsäcke vorab gefüllt, also wenn das Ereignis eintritt, haben wir das sofort zur Verfügung. Die nächste Anschaffung, was schon im Laufen ist, ist ein Katastrophenschutztraktor. Wir haben jetzt einen Traktor angeschafft für alle drei Feuerwehren, Bruck, Oberaich und Bicheldorf, was für die Einsatzfälle genutzt werden kann. Derzeit konzentrieren wir uns jetzt auf das Thema Blackout, ist in aller Munde. Wir haben jetzt bestellt für die Stadt Bruck Notstromaggregate. Es wird in Zukunft so sein, dass 5 Notanlaufstellen eingerichtet werden, wo dann die Bevölkerung im Falle eines Blackouts dort Hilfe aufsuchen kann und diese Objekte werden dann Notstrom versorgt. Das haben wir jetzt gerade beim Ausrollen. Es werden die drei Feuerwehren sein, es wird das Rathaus eine Notanlaufstelle sein und der städtische Bauhof. Da haben wir jetzt da rund 80.000 Euro für die Notstromversorgung investiert. Wobei diese Notanlaufstellen nicht nur für den Blackout-Fall sind, wenn man ein Ortsteil irgendein Großschadenseignis hat, sprich auch Hochwasservermutung oder etc., kann man diese Notanlaufstellen auch hochfahren. Das ist halt im Grunde das, was jetzt da mehr passiert ist. Es ist Zivil- und Katastrophenschutz. Natürlich zum Thema Schutz muss ich noch eingangs etwas erwähnen. Natürlich machen wir das auch in Corona-Zeiten, diesen Blackout-Vortrag, weil es einfach wichtig ist, dass man sich zu Hause auch gegen solche unvorhergesehenen Dinge schützt und natürlich alle Anwesenden heute sind mindestens zweimal geimpft und auch zusätzlich noch getestet. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Manuel Gößler, es wäre ja schon wirklich beinahe zu einem Blackout gekommen am Anfang dieses Jahres, 8. Jänner. Genau, am Anfang dieses Jahres gab es ja schon das beinahe Blackout, das ja in den Medien auch sehr groß propagiert wurde, weil man muss einmal zum Verstehen geben, also es ist nicht so, dass beim Blackout nur Bruck ohne Strom ist oder die Steiermark ohne Strom ist, sondern wie bei diesem beinahe Blackout wirklich, das betrifft schon ganz Europa. Das Europa ist aufgeteilt in Stromverbünde und da hat es den kontinentaleuropäischen Stromverbund erwischt, dass wir beinahe ein Blackout gehabt hätten. Aber da habe ich ein Video dazu, wenn wir das bitte mal einspielen könnten. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Die Stromnetze Europas sind miteinander verbunden und werden synchron mit 50 Hertz betrieben. Das ist die Währung für die sichere Stromversorgung. Die Frequenz sollte nicht mehr als 200 mHz abweichen, um einen Stromausfall zu verhindern. Am 8. Jänner 2021 um 14.04 Uhr wird diese Grenze deutlich überschritten. Ein hoher Stromfluss von Süden nach Norden führt zur Überlastung eines Anlagenteils in einem kroatischen Umspannwerk. Innerhalb von Sekunden fallen daraufhin in mehreren Ländern Südosteuropas nacheinander 14 Leitungen und andere Netzelemente aus. Europa zerfällt in zwei Teile. Das führt dazu, dass im Süden zu viel Strom im Netz ist. Die Frequenz steigt um bis zu 600 mHz. Im Norden gibt es gleichzeitig zu wenig Strom. Die Frequenz fällt um bis zu 260 mHz. In den Kontrollzentren aller europäischen Netzbetreiber wird die Störung in Echtzeit erkannt. Automatische Schutzmechanismen werden aktiviert. Zusätzlich müssen die System Operators manuelle Maßnahmen ergreifen, um ein Blackout zu verhindern. Um 15.08 Uhr beträgt die Frequenz in ganz Europa wieder einheitliche 50 Hertz. Normalbetrieb. Sicher. Europa braucht Strom. Sicher und erneuerbar. Dafür benötigen wir leistungsstarke Netze, flexible, nachhaltige Speicher- und Erzeugungskapazitäten, Nutzung von Flexibilitätsoptionen. Ja, wir sind ja
da am 8. Jänner mit einem blauen Auge sozusagen davongekommen. Aber man hört es auch in den Medien und die Experten sprechen ja wirklich davon, man spricht nicht, ob ein Blackout kommt, sondern nur wann es kommt. Und es häufen sich wirklich die Vorfälle und es wird uns leider irgendwann zeitnah erwischen. Ja. Liegt das jetzt, woran liegt das genau, dass wirklich dieser Blackout entsteht? Sind das Hacker oder wie darf sich jetzt ein Normalsterblicher das vorstellen? Warum? Naja, es gibt verschiedene Ursachen. Natürlich, Hackerangriffe sind auch an der Tagesordnung. Also wenn man mit der Energie Steiermark spricht oder auch mit der Austrian Power Grid, die für die Regelung der Stromverbrauchs in Österreich zuständig ist, also die uns auch diese 50 Hertz regelt, von denen immer gesprochen wird, die sagen sehr wohl, dass die Hackerangriffe nacheinander zunehmen und die haben auch schon eine eigene Abteilung dafür. Aber es gibt natürlich auch die normalen Naturkatastrophen, die eben das auslösen könnten oder auch technisches Versagen, wie eben in diesem Fall, wo wir eben beinahe ein Blackout gehabt hätten. Nehmen wir jetzt an, morgen ist ein Blackout, nehmen wir nur an. Was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte, was sind die ersten Schritte? Ja, wenn ein Blackout eintritt, ist einmal die Sache, dass gar nichts funktioniert. Also man muss sich vorstellen, ein Blackout ist ein kompletter Infrastrukturausfall. Also nicht nur der Strom ist weg, sondern von jetzt auf gleich steht alles. Das heißt, man bekommt Probleme mit Trinkwasserversorgung, Abwasserversorgung, mit den einfachsten Dingen, das Handy funktioniert nicht mehr, also die Kommunikation ist komplett auf Null. Ist eigentlich so, dass wir in 45 Minuten eigentlich kein Handynetz mehr haben. Da ist halt auch die Frage, wann komme ich drauf auf mein Blackout? Klar, mein Handy hat noch Akku, aber das Netz ist weg. Internet das Gleiche, wir sind es gewohnt, dass alles just in time funktioniert. In dem Fall geht ab von einer Sekunde auf die andere gar nichts mehr. Was dann natürlich funktioniert, ist tatsächlich Radio. Radiosender haben Notstromaggregate und sind auch verpflichtet zu senden. Das heißt, damit ich das aber empfangen kann, muss ich zu Hause auch ein Endgerät haben, ja, wo das möglich ist. Genau, also die Radiosender sind verpflichtet für mindestens 72 Stunden zu senden. Also die ORF-Radiosender, da muss ich auch sagen, die sind diese Verpflichtung eingegangen. Und da möchte ich wirklich darauf hinweisen, bitte kaufen Sie sich ein Radio, ein Batterieradio. Es gibt diese Kurbel-Notfallradios. Es gibt auch vom Zivilschutzverband im Zivilschutzshop einige Radios, die wir empfehlen. Und natürlich ein ganz guter Tipp ist natürlich das Autoradio. Aber beim Autoradio muss man auch immer schauen, nicht, dass das Auto getankt ist. Denn wenn die Batterie leer ist und kein Sprit mehr im Tank ist, werde ich am Autoradio auch nichts mehr empfangen. Also da auch der Tipp des Zivilschutzverbands. Fahren Sie den Tank Ihres Autos nie ganz leer. Schauen Sie, dass Sie bei der Hälfte schon tanken, damit Sie auch in diesem Fall wenigstens Informationen bekommen. Was ist denn das Erste, was ich mache, wenn ich merke, der Strom ist wirklich weg? Naja, der kommt nicht wieder vor allem. Naja, der erste Schritt ist einmal klar, nicht, wenn es in meinem Haus, in meiner Wohnung finster ist, ich gehe einmal zu meinem Sicherungskasten und schaue einmal, ob der FI-Schalter herunten ist, wie meine Sicherungen im Sicherungskasten ausschauen. Wenn dort alles okay ist, weiß ich, okay, es hat mit meiner Wohnung nichts zu tun. Dann mal zu den Nachbarn, nicht eine gute Nachbarschaft ist in jeder Katastrophe wichtig, einmal da nachfragen, ob da noch Strom ist. Und dann eben den Radio einschalten, meinen Notfallradio. Und wenn man dann im Radio die Meldungen hört, die eindeutigen Meldungen, dass es sich um weiträumige Tunnelsperren handelt, dass in Österreich die ganzen Tunnel gesperrt werden, dann kann man ziemlich sicher von einem Blackout ausgehen, denn bei einem Blackout-Szenario müssen die Tunnel, da sie ja nur mit einer geringen USV-Versorgung ausgestattet sind, sofort auf Rot gestellt werden. Ja, das Chaos könnte natürlich eintreten, das heißt, da heißt es natürlich einmal Ruhe bewahren. Und, weiß nicht, ob Sie Fragen haben, brennende Fragen, mich interessiert natürlich auch, kann ich dann meine Klospülung benutzen? Da bin ich nicht die Einzige, wir haben ja auch schon vorab Fragen bekommen, von der Monika etwa. Sie fragt eben auch, funktionieren Toiletten noch? Vor allem, wenn man zum Beispiel im vierten Stock wohnt und sollte man sie überhaupt benutzen? Wenn nicht, was dann? Also grundsätzlich zur Trinkwasserversorgung, im Speziellen für das Stadtgebiet von Bruck. Man muss dazu sagen, unser Trinkwasser kommt aus einem Grundwasserbrunnen, das müssen wir in die Hochbehälter pumpen.
Aufgrund der Speicherkapazität in den Hochbehälter können wir rund 85% der angeschlossenen Objekte für ca. 24 bis 48 Stunden weiterhin ganz normal mit Trinkwasser versorgen. Also es funktioniert die Klospülung ganz normal, funktioniert der Abfluss. Innerhalb von den 24 bis 48 Stunden haben wir dann die Möglichkeit, dass wir eine Notstromversorgung aufbauen. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind jene Objekte, die höher als der Hochbehälter liegen. Wo noch kleine Pumpen sind, was das weitergepumpt wird. Dort ist leider technisch nicht möglich, dass wir dort dann Trinkwasser hinkriegen. Und im ganzen größten Notfall gibt es in Bruck dann definierte Stellen, wo man sich das Wasser holen kann. Es wird dann auch in Zukunft noch kommuniziert, wo das sein wird. Das heißt, gibt es dann einen Plan, dass man weiß, wo man wohnt? Genau, es wie das dann ausschaut im Ernstfall? Es wird für jeden Stadtteil und für jedes Siedlungsgebiet gibt es dann gewisse Stellen, wo man eben das Trinkwasser holen kann. Das wird dann, ist der nächste Schritt, was wir in unserem Zivilschutzmanagement vorhaben. Die Monika hat eben auch gefragt, kann man sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass so ein Blackout eintreffen wird und wie lange er vermutlich dann auch dauern wird? Ja, von der Wahrscheinlichkeit haben wir im Vorfeld schon gesprochen. Also die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr hoch und es ist einmal davon auszugehen, dass man zumindest von 36 bis 48 Stunden im Minimum spricht, die man sich selber versorgen kann. Also drum auch, dass man auf Nummer sicher geht, empfiehlt dir der Zivilschutzverband, für mindestens 7 Tage Lebensmittel zu Hause zu haben. Also das schafft man auch in einer 50 Quadratmeter Wohnung. Und wenn man sich auf 7 Tage vorbereitet, kommt man gut die 48 Stunden durch. Wenn es ein paar Stunden länger dauert, ist es dann ja auch kein Problem. Kann man vorstellen, da kommt dann oft die Frage, wenn ich dann so viel Lebensmittel zu Hause habe. Ihr sprecht ja auch davon, Wasser. Genug Wasser, ich glaube, wie viel Liter pro Person sollte man zu Hause haben? Also wenn man rein vom Trinkwasser spricht, denn wenn man vom Wasserverbrauch im Normalen spricht, eine Person verbraucht normal am Tag 130 Liter Wasser. Aber das ist Trinkwasser, Duschen etc., WC-Spülung. Wenn man rein vom Trinkwasser ausgeht im Katastrophenfall, berechnet man mit 1,5 Liter pro Tag. Und das auf 7 Tage? Das auf 7 Tage pro Person, die im Haushalt leben. Ist eine ganze Menge. Viele sagen dann auch, naja, aber das wird ja irgendwann schlecht. Da hat, glaube ich, euer Chef auch schon eine gute Antwort immer parat gehabt. Ich nehme an, Sie auch. Naja, das ist immer so, nicht? Man muss die ganzen Lebensmittel sowieso immer wieder verbrauchen und dann natürlich wieder nachkaufen. Also schon so reinschlichten, dass das mit dem Ablaufdatum passt. Und man sollte auch wirklich in der ganzen Katastrophenbevorratung, man braucht jetzt nicht einen Haufen Dosen kaufen, wie man jetzt sagt, okay, die Dosen, was 5 Jahre hält. Natürlich, ein paar sollte man zu Hause haben, aber nicht auf die ganzen 7 Tage, sondern einfach den normalen Hausverstand einschalten und wirklich Lebensmittel, die halt länger halten, da spreche ich von Reis, Nudeln etc., was länger hält wie 1-2 Tage, dann kommt man schon durch. Und vor allem, man sollte, wie gesagt auch, man hat es im ersten Lockdown gesehen, die Leute waren nicht vorbereitet, man sollte den Vorrat zu Hause haben, sonst passiert das über den Lockdown, dass das WC-Papier eben ausverkauft ist, weil die Leute im ersten Lockdown WC-Papier gehamstert haben. Klopapier war heiße Ware. Haben die Menschen jetzt eigentlich durch diese Lockdowns auch gelernt, wieder mehr zu bevorraten zu Hause? Naja, die Sensibilität ist gestiegen. Ich merke das selber bei Vorträgen. Wir bieten ja auch vom Zivilschutzverband solche Bevorratungsfolder an. Die kann ich nur an jeden empfehlen, denn die gibt es auch ab morgen im Bürgerservice aufliegen oder auch auf der Homepage des Zivilschutzverbandes zum Downloaden. Also hier stehen die wichtigsten Dinge drinnen, was ich genau brauche. Und es lohnt sich nur, Lebensmittel zu bevorraten, die ich auch wirklich esse. Also sprich, wenn ich die Gulaschsuppe nicht mag, dann brauche ich die nicht bevorraten, nicht? Nur weil sie lange hält. Und natürlich Gaskocher, Gaskartusche. Natürlich. Eben zum Zubereiten, man fängt natürlich an mit den Gaskochern, aber ich sage immer, ein Camper ist klar im Vorteil, denn wenn man einen Griller hat, ist egal ob Gasgriller oder Holzkohlegriller, aber bitte dort auch zur Vorsicht, bitte einen Griller nicht im geschlossenen Raum betreiben, sonst hat man auch wieder massive Vergiftungsprobleme mit dem CO, nicht? Also da wirklich mit Köpfchen die ganze Sache angehen. Da passt vielleicht die Frage vom Johann gut dazu. Er schreibt, ich wohne in einer Mietwohnung. Wenn der Strom und damit auch die Heizung ausfällt, wie soll ich dann alternativ heizen? Ja, da ist das Problem in einer Mietwohnung, wenn kein Kamin vorgesehen ist, gar nicht.
Also da kann sich der Johann nur warm halten, eben mit warmer Bekleidung und Decken. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Die Erika schreibt eben auch, wie aufwendig und teuer wäre die technische Umsetzung eines Inselbetriebs für mein Haus, für Personen? Ja, da ist die Frage, was möchte ich betreiben? Also das ist die Sache von bis, das ist wie beim Autokauf. Schaffe ich es mit einem billigen Gebrauchtwagen oder muss ich mir den Ferrari in die Garage stellen? Ja? Will ich nur meine Kühlgeräte betreiben und einen Heizstrahler oder zum Beispiel einen E-Herd betreiben, komme ich mit viel weniger Geld aus, als wie ich muss mein ganzes Haus umbauen. Also da spricht man dann schon im kleinen Maße, also wenn ich die Stufe 1 machen will, nur die notwendigsten Dinge und das natürlich auch mit Verlängerungskabeln. Weil sobald ich einen Umschalter brauche, nicht, wenn ich das ganze Haus betreiben möchte, dann brauche ich schon eine Elektrofirma, dann brauche ich ein leistungsstarkes Aggregat, natürlich mit genug Tankfassungsvermögen, nicht, dann ist baulich schon einiges zum Umbauen und da sprechen wir schon zwischen 20.000 und 30.000 Euro in der High-End-Variante für ein Einfamilienhaus. Das ist dann schon der Mercedes quasi, aber es geht auch günstiger. Es geht natürlich auch günstiger, aber man sollte beim Aggregatkauf aufpassen, nicht das billigste Aggregat zu kaufen. Es sollte nämlich einen Frequenzwächter haben, denn wenn wir bei den neuen Geräten keine 50 Hertz haben und dort Spannungsspitzen haben, werden alle Geräte kaputt sein. Also da auch wirklich schauen, nicht das billigste Gerät im Angebot, sondern nachlesen, okay, was kann das Gerät? Ich sage einmal, mechanische Drehzahlregelung darf kein Gerät haben, das, was irgendwo an ein computergesteuertes System angeschlossen wird. Also die neueren Kühlschränke und so, alle, die eine elektronische Bedieneinheit haben, funktioniert schon nicht mehr mit diesen günstigen Aggregaten. Wenn es jetzt zu einem Blackout kommen sollte, für die Stadt Bruck, Peter Koch als Erster quasi im Katastrophenmanagement und natürlich auch Sie, Herr Kirl, Frage von Michael, wie erfolgt eben dann die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel von den Behörden aus? Woher bekommt man dann Informationen? Also grundsätzlich, wie der Manuel schon vorher gesagt hat, die Kommunikation erfolgt größtenteils übers Radio, wo man auch die Informationen herkommt für die Bevölkerung. Und bei uns in der Stadt wird es dann so sein, mit den Notanlaufstellen, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man dort auch immer Informationen bekommt. Da ist immer ein Ansprechpartner der Gemeinde, wird dort vorhanden sein, von den Einsatzorganisationen. Und wenn ich dort hingehe, kriege ich immer diese Informationen, die ich dann benötige. Gute Frage vielleicht auch an die Stadt vom Christian. Wie und wo kann ich denn in einem Mietshaus Treibstoff lagern und darf ich das überhaupt? Da müssen wir mit unserer Feuerwehr reden, glaube ich. Aber ich möchte vielleicht vorher noch auf was anderes kommen, was der Franz Kierler gut gesagt hat. Das heißt, bei einem möglichen Blackout sind wir, was die Stadt Bruck betrifft, was Wasser betrifft, sozusagen safe für eine gewisse Zeit. Das heißt, wir können die Bruckerinnen und Brucker mit Wasser versorgen. Und auch das ist, glaube ich, ein guter Hinweis dafür, was man dann wirklich zu Hause sich anschaffen muss. Und was auch das Abwasser betrifft, glaube ich, sind wir auch safe. Das bedeutet, es wird die Kläranlage, die Kanalisation, die LED-Anlagen, die Wasserversorgung weiter funktionieren, Franz, wenn ich das richtig sehe. Das heißt natürlich, dass wir dann, das ist für die Brucker, die bei uns zusehen, uns um andere Dinge intensivere Sorgen machen müssen. Das ist das Not, das ist zum Beispiel das Radio, das wir brauchen. Das ist Notstromradio, Notfallradio und auch dann Gaskocher und andere Geräte, weil im Ernstfall, glaube ich, sind wir als Stadt Bruck relativ gut vorbereitet. Ist das so, Franz? Genau, also wir sind jetzt mit diesen Anschaffungen, die wir jetzt da schon durchführen, sehr gut vorbereitet und die Anschaffungen, was wir in den nächsten Jahren noch vorhaben, es geht uns nicht schlechter, sagen wir so. Welche Auswirkungen hat denn so ein Blackout? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt tagelang keinen Strom, das hat es zumindest zu meiner Zeit noch nie gegeben. Ja, man muss einmal davon ausgehen, wenn ein Blackout ist, es bleiben auch die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel stehen. Nicht? Es sind für die Feuerwehr vermehrt Einsätze. Man muss denken, es sind sehr viele Personen in Liften. Es funktioniert keine Verkehrsregelung. Also der Verkehr wird irgendwann zum Erliegen kommen. Nicht? Wenn E-Fahrzeuge stehen bleiben, weil sie eben nicht mehr geladen werden können. Wenn normale PKWs stehen bleiben, weil sie eben keinen Sprit mehr haben. Es wird Probleme geben, vor allem, weil in der Nacht ist es dann stockfinster. Es wird kein Licht mehr, keine Straßenbeleuchtung, kein Licht in den Häusern. Nicht?
Das wird dann auch vermehrt leider zu Diebstählen und Plünderungen führen. Also da ist auch die Exekutive gefordert. Also diese Situation ist eine Ausnahmesituation, wird eine Ausnahmesituation werden. Darum sollte sich ein jeder Bürger darauf vorbereiten, denn es funktioniert wirklich gar nichts, wenn man denkt, man hat ein Kleinkind zu Hause, nicht einmal das Flascherl fürs Baby kann ich normal aufwärmen. Und da muss man wirklich schauen, auf die banalsten Sachen aufpassen, okay, habe ich genug Windeln zu Hause? Habe ich auch fürs Baby genug zum Essen zu Hause? Also auch diese Sachen, auch die Haustiere nicht vergessen. Also habe ich für mein Haustier genug zu Hause? Natürlich, das Worst Case ist, habe ich ein Aquarium, nicht? Was mache ich mit dem? Wie versorge ich das weiter? Dass ich mir im Vorfeld die Gedanken mache, denn wenn dieser Fall eintritt, dann brauche ich mir diese Gedanken nicht mehr machen, nämlich dann kann ich nichts mehr ändern. Es geht um das, im Vorfeld mit dem Thema auseinandersetzen und im Vorfeld eben Entscheidungen treffen, okay, wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten, dass ich diese Situation meistere. Das heißt, wir müssen uns natürlich als Bevölkerung selbst vorbereiten, wir sollten vorbereitet sein. Die Behörden sind vorbereitet, es hat erst eine große Blackout-Übung gegeben und ich glaube, es ist zufriedenstellend, wie die ausgegangen ist, oder Herr Gößler? Genau, es hat eine groß angelegte Blackout-Übung in der Marktgemeinde St. Michael gegeben und man muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr viel passiert. Die Gemeinden bereiten sich vor. Man hat auch gesehen, okay, wie man in der Gemeinde ohne Handy kommunizieren kann. Also mit den BOS-Funkgeräten funktioniert das schon sehr gut. Und vor allem die Stadt Bruck ist, glaube ich, mit den beiden Herren und mit dem Herrn Bürgermeister, die sich da wirklich um den Katastrophenschutz kümmern, auch in dieser Vorreiterrolle klar mit dabei. Also was ich da jetzt im Vorfeld schon gehört habe, tut sich da wirklich viel oder hat sich schon wirklich viel getan und die Bruckerinnen und Brucker sind wirklich sehr gut schon geschützt. Nur es geht um das, sie müssen sich selbst auch vorbereiten. Mhm. Denn der Herr Bürgermeister hat nicht für jeden Bürger ein warmes Essen zum Mittag zu Hause. Das geht nicht und ist nicht seine Aufgabe. Und da bitte ich die Bevölkerung schon, die Eigenverantwortung da hoch anzurechnen. Aber es gibt natürlich auch wichtige zentrale Einrichtungen einer Stadt. Da fragt eben auch der Herbert, sind zentrale Einrichtungen in Bruck für solche Katastrophen geplant? Vorgesehen. Wie gesagt, vorher schon unsere Notanlaufstellen, die wir jetzt nächstes Jahr vorhaben, das sind unsere drei Feuerwehren, Oberaich, Bicheldorf und Bruck, der städtische Bauhof und das Rathaus, die für einen solchen Blackouts-Fall eingerichtet werden mit einer Notstromversorgung, wo auch die dementsprechenden Ansprechpartner dann vor Ort sind. Viele denken wahrscheinlich auch, ein Blackout im Sommer, das geht, aber im Winter ist es schnell kalt. Das heißt, in diesen Einrichtungen, da kann ich auch hin, wenn es wirklich in meiner Wohnung zu kalt werden sollte, weil wir auch schon gesprochen haben, in einem Mietshaus kann ich nicht einfach, wenn keine Heizung da ist, kein Ofen, dann kann ich nicht heizen. Genau, das Heizen ist das große Problem mit der Notstromversorgung, weil das Heizen braucht sehr viel Energie und dadurch müssen auch die Notstromversorgungen so derart groß ausgelegt werden, dass man kann jetzt nicht sagen, bei den Notstrom, also bei den Notanlaufstellen haben wir eine schöne warme Zimmertemperatur, aber es ist nicht kalt, sagen wir so. Das heißt, Sie empfehlen wahrscheinlich nach wie vor diese Schwedenöfen, wie sie heißen, auch wenn man neu baut. Auch Niedrigenergie heutzutage, Wärmepumpe, alles ist Hightech, aber im Fall eines Blackouts sitzt man im Kalten im Winter. Genau, eine Zweitheizung ist immer zu empfehlen, also eine Zweitheizung mit Festbrennstoffen, aber bitte durch Schwedenöfen oder Kachelöfen und da kann man sich warm halten. Also das kann der Zivilschutzverband oder würde ich persönlich auch nur empfehlen, weil das eben die einzige Möglichkeit ist, wie ich in diesem Fall heizen kann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ein Kamin, egal wie das Haus ausgerichtet ist, glaube ich, noch immer Vorschrift ist beim Bau. Nein? Ist das nicht mehr. Also Kamine sind nicht mehr in der Bauvorschrift, leider nicht mehr enthalten. Darum haben wir auch das Problem, dass in neueren Häusern dann das Problem auftaucht mit der Heizmöglichkeit. Wie kann ich im Blackout-Fall heizen? Man muss sich vorstellen, ein Notkamin auch nicht mehr. Nein, ein Kamin ist sehr teuer und man braucht keinen Kamin mehr bauen. Ist auch bei mir vorbeigegangen, definitiv. Die Gudrun fragt Sie, meine Herren, wie werden die Pflegeheime, das LKH oder auch die Einsatzorganisationen gesichert im Falle eines Blackouts?
bei den Pflegeheimen, wenn ich das sagen darf, sind wir dabei, auch ein Notfallkonzept entsprechend zu erarbeiten oder werden wir auch tun. Da geht es auch sehr stark um Notstromaggregate und dann geht es auch um solche Bereiche wie zum Beispiel die Essensversorgung. Die müssen wir auch sicherstellen und sind wir gerade dabei, auch entsprechende Konzepte zu erarbeiten. Zum LKH kann ich dazu sagen, das LKH hat ein riesiges Notstromaggregat, die können weiterarbeiten. Unsere Einsatzorganisationen, die Feuerwehren, sind notstromversorgt. Bei der letzten Feuerwehr haben wir es gerade bestellt und dann sind die also wirklich vollkommen autark und können normal weiter betrieben werden. Also um die Einsatzorganisationen muss man sich jetzt keine Sorgen machen, die schauen auf sich. Jetzt geht es darum, dass die Zivilbevölkerung auch auf sich zu Hause schaut. Der Heinz fragt auch, was passiert mit den vielen Schülern in den Schulen, vor allem bei den höheren Schulen mit vielen Schülern von auswärts? Also wir von der Stadt, aus der Stadt Bruck gibt es mehrere höhere Schulen, da ist halt das große Problem. Nehmen wir her, ein Elternpaar aus Turnau arbeitet in Graz, die Tochter geht in der Hack in Bruck-Schule, die fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Graz, die Tochter steigt aus, dann ist ein Blackout, die Eltern sind in Graz, die Tochter ist alleinig in der Schule, wie kommt die heim, wie kommen die Eltern von Graz auf? Das sind jetzt so große also Szenarien, die was wir jetzt gerade beim Abhandeln sind, wie man sowas angehen könnte. Mhm. Die Renate hat dann noch eine grundsätzliche Frage auch an Sie gestellt, vielleicht, dass wir das noch einmal kurz strukturiert machen können. Auch was muss ich denn jetzt zu Hause haben, wenn der Blackout kommt, grundsätzlich? Grundsätzlich einmal eben Taschenlampen, Kerzen, Notkochstelle, Notheizmöglichkeiten, die Lebensmittelversorgung für mindestens 7 Tage, eben in Gemeinden, wenn wir jetzt nicht von Bruck sprechen, die Trinkwasserversorgung für die 7 Tage, und da spreche ich echt von Trinkwasser und nicht von Bier für 7 Tage, sondern wirklich, oder Limo, sondern wirklich von reinem Wasser. Dann natürlich sollten die Medikamente, wenn ich lebensnotwendige Medikamente brauche, sollte ich von denen immer einen Vorrat zu Hause haben, denn die wenigsten Apotheken sind notstromversorgt. Also ich werde in den ersten Tagen eines Blackouts auch nicht zu meinen Medikamenten kommen. Also da auch mein Appell, bitte brauchen Sie nicht die letzte Tablette aus und sagen Sie, okay, morgen kann ich die für morgen auch schon mitkaufen, sondern wirklich schauen Sie, dass Sie immer 2, 3, 4 auf Vorrat haben, damit Sie nicht nach dem ersten Tag schon ein Problem haben, denn es wird mit Sicherheit dauern, bis auch solche Lieferketten wieder aufgenommen werden können, wenn es einen Blackout gibt, weil es ist auch in einer Apotheke alles EDV unterstützt. Und da spreche ich auch noch einmal die Lebensmittelversorgung an. Dort natürlich auch, wenn es die Notöffnungen gibt, brauche ich Geld dazu. Hilft mir die Bankomatkarte nichts. Man sagt ja, jetzt überhaupt in der Corona-Zeit kontaktlos bezahlen. Alles schön und gut, aber man sollte zumindest Bargeld in kleinen Beträgen zu Hause haben, damit ich dem Nachbarn, dem Landwirt was abkaufen kann, wenn ich was benötige. Weil das elektronische Banking wird in diesem Fall für diese 2, 3, 4 Tage nicht funktionieren. Hat man da jetzt auch von anderen Ländern schon gesehen, wie so ein totaler Stromausfall ist, wie sich die Menschen verhalten, wie das passiert? Abseits von Europa jetzt? Also Gott sei Dank hat es noch keinen großen Blackout irgendwo gegeben, wo man sagen kann, dass die Leute nicht vorbereitet werden. Wenn man da jetzt in Länder geht wie Indien oder so, dass die sind es manchmal gewohnt, dass für ein paar Stunden der Strom weg ist, die haben sich damit arrangiert. Aber wir in Europa sind es ja gewohnt, okay, wenn ich in der Früh aufstehe, der erste Blick ist ins Smartphone, der Großteil liest die Zeitung schon digital am Tablet. Das ist dann Sachen, die nicht mehr funktionieren. Also wenn das, kommt ganz auf die Tageszeit drauf an, wenn das am Vormittag passiert und bevor auch die Frage war, die Kinder sind in den Schulen, die Eltern sind bei der Arbeit, dann ist das einmal eine riesen organisatorische Aufgabe der Familie schon, wie kommen wir wieder alle zusammen. Und da sollte man sich auch als Bevölkerung, da würde ich den Ball gar nicht zur Gemeinde oder zur Stadt spielen, sondern auch zur Bevölkerung, okay, absprechen in der Familie, okay, was machen wir echt, wenn der Strom weg ist, wie kommen wir alle wieder nach Hause oder wie finden wir alle wieder zusammen? Oder auch vielleicht, wenn die Oma irgendwo im 5. Stock wohnt und ich habe vorgesorgt, dann sagen wir, okay, dann lassen wir halt diese Wohnung auf und holen wir die Oma zusammen. Oder solche Pläne sollte man sich innerhalb des Familienverbandes im Vorfeld schon machen.
So haben wir bei kleinen Kindern meistens auch überlegt, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns dort, ist wahrscheinlich gescheit, man holt die Kinder von der Schule ab und sagen, wartet dort, wir kommen. Also genau, genau. Kann wenig schief gehen. Bevorratung haben wir gehabt, die Vorsorge, ist es, wenn so ein langer Blackout ist und es geht dann wieder los, dass der Strom da ist. Ich nehme mal an, das ist nicht von einer Sekunde auf die andere dann wieder so, wie es vorher war, oder? Naja, der Strom fährt natürlich langsam hoch, aber man sollte auch, wenn ein Blackout ist, alle elektronischen Verbraucher im Haushalt ausschalten. Denn unter Last hochfahren, das funktioniert nicht. Also wenn jeder alles eingeschaltet hat, auch die großen Firmen, dann wird sich das Stromnetz niederfangen. Also das ist ein ganz schwieriger Prozess, weil das sind in Österreich die kaltstartfähigen Kraftwerke, das sind die Speicherpumpkraftwerke, die halt einfach den Strom wieder anwerfen und die kalorischen Kraftwerke, die wir noch haben, die paar, die werfen den Strom wieder an und geben den Startschuss, dass man sich einen Inselbetrieb aufbaut und es schaukelt sich dann schon langsam hoch, bis wir auf unsere 50 Hertz sind. Und drum lastfrei hochfahren und dann wird der Strom eben zwischendurch aufflackern, aber bis er dann ganz da ist, wird es dann noch 2-3 Stunden dauern. Nicht? Die Gerrit fragt noch einmal, wie lange würden Handys noch funktionieren? Ja, ist Handy selber, solange der Akku voll ist. Aber das Handynetz, man hat es ja auch mit der Überlastung gesehen, zu Weihnachten oder Silvester, wenn man da sehr viele SMS schreibt oder auch, wenn es irgendwo anders Katastrophen gibt, gibt es Aufzeichnungen, dass das Handynetz zusammenbricht aufgrund der Überlastung. Weil was passiert, wenn einer keinen Strom hat? Als erstes greife ich zum Telefon und rufe wen an. Als nächstes, ja, der hat auch keinen Strom, rufe ich die Gemeinde an. Und dann, wenn man das jetzt auf 10.000 Leute macht in der Steiermark oder auf ganz Europa, dann hat man ein Riesenproblem, dann ist nämlich das Handynetz tot, nicht bevor eigentlich der Mast den Geist aufgibt. Also auch in diesem Fall, das ist jetzt schwer zu sagen, wo wir es alle gewohnt sind, aber wirklich die Nerven bewahren und eher mal mit den Nachbarn sprechen und nicht da total 15 Leute anrufen, denn dann bricht das Netz schneller zusammen. Und das ist ja nicht nur das Problem, dass man den Herrn Bürgermeister in dem Fall nicht erreicht und fragt, warum kein Strom ist, sondern es ist auch die Kommunikation mit den Einsatzkräften. Wie erreiche ich dann die Feuerwehr, wenn ich ein Problem habe? Wie erreiche ich das Rote Kreuz? Wie erreiche ich die Polizei? Wenn es kein Handy gibt, es sind noch die wenigsten, die ein Festnetz zu Hause haben. Das Festnetz sollte für 72 Stunden funktionieren. Aber das ist dann die einzige Möglichkeit. Sonst kann ich nur mehr dorthin fahren und mir dort die Hilfe holen. Was ist mit dem Notruf via Handy? Wenn das Handynetz weg ist, funktioniert auch kein Notruf. Also sprich, da ist auch der 112er Notruf. Wenn das Netz tot ist, ist alles tot. Das ist doch gut zu wissen, sage ich mal. Das heißt, als Wichtigste ist wahrscheinlich sicher die Ruhe bewahren. Dennoch ist es so, dass offensichtlich Menschen nicht die Ruhe bewahren, dass es auch zu Plünderungen kommt. Das heißt, die Polizei ist da natürlich auch vorbereitet auf sowas. Kann es da sein, dass die Menschen dann in eine Panik verfallen? Oder wie kann ich das dann üben zu Hause? Weil ich glaube, man kann sich schwer vorstellen. Man hat zwar kurze Stromausfälle von ein paar Stunden und da dreht man schon am Rad, weil das Handy nicht geht. Aber tagelang kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach schwer ist zu üben. Naja, es wird eine Ausnahmesituation werden, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Nicht? Man ist es gewohnt, dass man Licht aufdreht, wenn es finster ist. Das funktioniert dann alles nicht. Man hantiert natürlich auch mit Gegenständen wie mit Kerzen und so im Haushalt. Das ist man alles nicht gewohnt. Und da ist es echt, dass der Familienverband zusammenhält. Auch eine gute Nachbarschaft natürlich auch. Wenn der Nachbar Dinge hat, zum Beispiel einer in der Siedlung sein Haus heizen kann, dass natürlich die Nachbarschaft zusammenhält. Und das ist in dem Fall ganz wichtig, Nachbarschaftshilfe, denn wenn jeder auf sich selbst schaut, dann ist es ziemlich gleich bei den Plünderungen und bei den Unruhen, denn jeder versucht sich dann für seine Familie das Nötigste zu holen und das ist der falsche Weg. Herr Kiel, Sie haben vorher auch gesagt, es gibt noch einiges, was noch ansteht bei der Stadt Bruck, das getan werden muss. Ist da auch in Planung, dass man, so wie es jetzt in St. Michael Steiermark weiter mal war, dass man so eine Übung macht, auch für die Einsatzkräfte hier in Bruck an der Mur? Jetzt schauen wir mal, ob das alles so ablaufen würde, wie wir planen.
Grundsätzlich haben wir das schon vor, in den nächsten Jahren eine Übung zu machen. Wir haben auch schon geplant, jetzt abseits vom Blackout für unseren behördlichen Einsatzstab eine Stabsübung zu machen. Einfach nur, wo man die Leute zusammenfängt, zusammenhält, wir setzen uns hin und dann sagt irgendwer was, das ist jetzt passiert, es braucht ja nur eine Vermurrung sein oder irgendwas, und dass man das einfach im Planspiel abarbeitet und einfach dort auf, ich sage jetzt mal, nicht Fehler draufkommt, aber dass man es nachher besser machen kann. Das haben wir jetzt da in den nächster Zeit geplant. Wenn man sich jetzt zu viel mit dem Thema Blackout, wie Sie beide beschäftigt, auch der Bürgermeister schon involviert, ist man da auch privat dann schon gut aufgestellt für einen Blackout? Also bei mir persönlich schon, ja. Also eine Woche komme ich sicher aus. Mhm. Wie schaut es denn bei Ihnen aus, Herr Bürgermeister? Wir sind gerade dabei. Wie gesagt, wir haben auch zu Hause jetzt und im Bekanntenkreis die Diskussionen darüber, was man tut. Und wir werden uns das ganz pragmatisch auch überlegen und das auch entsprechend dann auch tun. Und wichtig ist, glaube ich, jetzt da, sich auf realistische Szenarien einzustellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt gleich über Plünderungen und über ein Ausfallen über eine Woche redet, sondern realistisch wird sein, dass es einen Stromausfall gibt für einige Stunden, für einen Tag. Alles andere ist dann schon etwas, was wirklich, wirklich sehr, sehr komplex sein wird und wo dann auch die übergeordneten Behörden uns entsprechend helfen müssen. Aber über die Zeit sollten wir drüber kommen, und da ist das, was du gesagt hast, auch das Richtige. Es geht auch um Selbstvorsorge, also zum Beispiel um das Notfallradio, zum Beispiel um Versorgung mit Licht, wodurch auch immer, und auch Versorgung durch Kochgelegenheiten, sich alternativ sozusagen auch zu beschaffen. Und da, glaube ich, gibt es ja auch von eurer Seite her eine Checklist, was geraten wird sozusagen auch beim Einkaufen. Können wir bei dir bereits ein Notfallradio kaufen? Natürlich, bei mir persönlich nicht, aber im Internet, im Zivilschutzshop kann man ein Notfallradio bestellen. Das ist eben eine Lampe mit Notfallradio, und ich kann das dann noch einmal herzeigen. Also das ist diese Broschüre, das ist diese Checkliste eben für die Bevorratung, und ich kann es nur jedem empfehlen, und die ist kostenlos zum Abholen eben im Bürgerservice der Stadt Bruck und auch auf der Homepage des Zivilschutzverbandes Steiermark zum Downloaden. Also Vorsorge ist natürlich besser als dann dastehen und nichts haben. Herr Bürgermeister, die Gabriele fragt auch, wie wird die Gemeinde die Bürger für das Thema Blackout sensibilisieren? Ich glaube, da haben wir gerade begonnen. Wir haben in einer der letzten Stadtnachrichten eine Beilage gehabt zu diesem Thema Blackout. Ist auch von einigen kritisiert worden, weil es ja so ein schweres oder kein leicht vermittelbares Thema ist, aber das werden wir tun, das werden wir auch weiter tun. Ich glaube, wir haben von unserer öffentlichen Arbeit einiges auch vorbereitet. Franz kann das auch entsprechend zeigen. Und dann geht es, glaube ich, auch darum, um zu sagen, was kann ich ganz konkret tun. Und wenn es diesen Shop gibt, sozusagen, kann man ja auch sagen, okay, wir werden denn das mit unseren Stadtnachrichten entsprechend vernetzt. Und auch das da, wie heute, ist eine Veranstaltung, die auch dazu dient. Aber ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Genau, wir haben heuer im Sommer eine Beilage gehabt in den Stadtnachrichten zum Thema Blackout. Mit einmal die Phasen, was gibt, wie erkenne ich einen Blackout, und auch auf der Rückseite eine Checkliste für die Bevorratung. Und wir planen auch für eine der nächsten Ausgaben der Stadtnachrichten weitere Beilagen fürs Blackout bzw. für den Krisenfall beizulegen. Also der Zugang ist ein ganz niederschwelliger, natürlich, das kann jeder zu Hause dann auch abhaken für sich, diese Liste. Und wie wir eben gehört haben, es geht um Sensibilisieren. Ich glaube, man braucht sich nicht fürchten, wenn einmal der Strom aus ist. Kann eigentlich nichts passieren. Von den Plünderungen spreche ich natürlich jetzt nicht. Ich gehe davon aus, dass dann alle den Kopf einschalten und, wie gesagt, so einen Radio mit Batterie auch zu Hause haben. Ja. Und mal schauen, was die Einsatzorganisationen vor allem dann sagen zum Thema Blackout. Gibt es noch etwas, was ich zu Hause für mich checken kann, was jetzt vielleicht vom Stromnetz wichtig ist? Der FI-Schalter ist es ja nicht, das ist ein anderes Thema, das ist die Stromsicherheit. aber ich glaube, es ist ja doch auch möglich, einigermaßen, dass ich vielleicht mit den Nachbarn ein bisschen autark auch sein kann für ein paar Tage. Das, was Sie vorher die Nachbarn angesprochen haben, ich glaube, dieses gemeinschaftliche Denken ist vielleicht auch etwas Positives. Natürlich, der Zusammenhalt, der vielleicht auch durch die Corona-Pandemie wieder aufgelebt ist, der sollte auch in der Vorsorge vorangetrieben werden, dass man sich vielleicht gemeinsam ein Notstromaggregat kauft oder auch zusammen einen Plan macht, wie man über die Runden kommt, dass der eine eben sich auf die Heizung konzentriert, der andere kauft das Notstromaggregat, und dass man so gemeinsam was aufbaut.
Aber vielleicht nur am Rande, nicht nur die Vorsorge für den Blackout, sondern man darf nicht vergessen, man sollte auch Heimrauchmelder und Feuerlöscher. Denn wenn ein Blackout eintritt, ist es auch ziemlich komplex, eben auch die Feuerwehr zu alarmieren und drum auch auf diese sicherheitsrelevanten Gegenstände nicht vergessen. Also nicht nur das Notfallradio, sondern natürlich auch mein Feuerlöscher, meine Löschdecke und mein Heimrauchmelder sind in diesem Fall natürlich auch sehr wichtige Gegenstände, die jeder Haushalt haben sollte, egal ob die 50 Quadratmeter Wohnung oder das große Haus mit den 240 Quadratmetern. Liebe, ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich noch einen Termin habe, was auch die Finanzen betrifft. Wir müssen ja das alles finanzieren, liebe Kollegen, die da sind. Ich möchte mich noch bedanken bei dir, Franz, bei dir, Manuel, ganz besonders auch beim Daniel Schmidt, der von Seiten der Feuerwehr da als Einsatzkräfte, als Vertreter der Einsatzkräfte wirklich Hervorragendes leistet. Auch beim Helmut Mayer aus Rote Kreuz. Im Ernstfall können wir uns auf unsere Einsatzkräfte wirklich verlassen. Und ich glaube, das zeigen wir als Stadt Bruckner-Mur auch immer wieder. Und für uns ist wichtig, dass wir keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Also wir würden nicht sagen, es wird nie ein Blackout geben. Und wir würden auch nicht sagen, es wird nie wieder einen Lockdown geben, sondern wenn die Leute vor Ort bei uns, muss man ehrlich und offen kommunizieren. Muss sagen, das könnt ihr selber tun und dabei sind wir euch behilflich und darum kümmern wir uns. Und ich glaube, das ist die Aufgabe einer Stadt. Ein herzliches Dankeschön. Ein gutes Thema, natürlich die Stadt, der Bezirk schaut auf die Menschen im Fall eines Blackouts, das Land, Bundesland, Österreich natürlich, jeder Einzelne. Herr Kierl, was haben Sie jetzt auch gelernt als stellvertretender Zivil- und Katastrophenschutzbeauftragter, wenn es ums Thema Blackout geht, welche Punkte waren da für Sie so wichtig, dass Ihnen die sofort im Kopf geblieben sind? Ja, grundsätzlich einmal die Bevorratung mit Lebensmitteln, weil man geht jetzt da überall mal in Geschäften, man geht hier einkaufen. Aber wenn man jetzt einmal für zwei, drei Tage mal nicht einkaufen geht, man hat zwar gewisse Sachen daheim, aber andere Sachen, denkt man, den Kaffee halt heute, wenn ich es brauche am Abend, und dass man die Sachen einfach schon bevorratet zu Hause. Das war ein Aha-Moment quasi. Genau. Sie haben da auch schon länger damit zu tun natürlich, als Bezirksleiter. Was sind für Sie so die essentiellen Dinge zum Thema Blackout? Ja, die essentiellen Dinge sind ganz klar, man hat sich daheim eigentlich auch einen Notfallversorgungsraum oder besser gesagt, ich habe mir ein Regal eingerichtet und habe dort halt auch meine Checkliste. Ganz wichtig ist es, mit Checklisten zu arbeiten und einfach zu schauen, okay, was habe ich zu Hause und wie organisiere ich mir eben meine Versorgung, wenn es nicht mehr funktioniert. Und da möchte ich wieder an die Bürger appellieren, eben zu sagen, ja, jetzt vorsorgen und nicht auf den Blackout warten, denn wir haben es gesehen, erster Corona-Lockdown, die Geschäfte waren voll, jedes Wagen war voll, es hat sehr viele Dinge waren ausverkauft und wenn es dann zum Stromausfall kommt, ist es besser, wenn ich dann nicht in der ersten Welle in irgendein Geschäft muss oder besser gesagt zum Geschäft hinfahre und vor der Zoom-Türe stehe. Also ich kann an jeden raten und wieder, egal ob die 50 Quadratmeter Wohnung oder das große Einfamilienhaus, man wird ein Küchenkastel oder einen Raum finden, wo man Platz findet, um eben Lebensmittel oder auch Hygieneartikel bevorraten zu können. So ist es. Das ist ein schönes Schlusswort, meine Herren. Danke für diesen Vortrag heute Abend. Ich glaube, es ist wichtig, natürlich auch zu informieren. Und wenn Sie wissen wollen, natürlich, was Sie brauchen für den Blackout, wir haben schon gesehen, es gibt diese Liste vom Steirischen Zivilschutzverband. Die Stadt Bruckner-Mur hat das natürlich auch als Beilage. Es wird die Informationen geben. Und dann heißt es einfach Ruhe bewahren, wenn Sie alles zu Hause haben. Alles gut, kann nichts mehr schiefgehen. In diesem Sinne, schönen Abend noch.